Hallo und herzlich willkommen Leute, ich bin's, euer Adreed und erstmal vielen Dank, dass ihr zu meinem neuen Video eingeschaltet habt. Heute geht es um den Argos Raid, wir konnten ihn gestern clearen und das hat immens Spaß gemacht und deswegen dieser Guide. Wenn euch mein Content gefällt, dann drückt doch hier unten den roten fetten Abonnieren-Button, würde mich natürlich freuen und jetzt würde ich sagen, let's go! Zur Vorbereitung kann ich euch empfehlen, dass ihr die Protection, die Schutztränke mitnehmt, die seht ihr bei mir auf dem dritten Slot und sobald der Boss das hier macht, wird der Raid unterteilt in Sonnen- und Mondspieler. Das seht ihr an den dunklen und hellen Effekten unter euch bzw. unter euren Raid-Kameraden. Das ist wichtig, das macht der Boss auch während des Fights, also wechselt er die Phasen durch. Deswegen müsst ihr da immer drauf achten. Und das ist wichtig für verschiedene Mechaniken im Bossfight. Kommen wir auch schon zur ersten Fähigkeit. Er ballert einen Blitzstrahl vor sich heraus, deswegen versucht nicht immer unbedingt genau vor dem Boss zu stehen. Bei der nächsten Fähigkeit verschwindet der Boss und dann seht ihr eine blaue Leuchtspur, wo der Boss wieder auftaucht. Und hier war ich einen Step zu langsam, da hat er mich erwischt. Da solltet ihr wirklich drauf aufpassen, weil das macht wirklich nicht wenig Schaden, könnt ihr aber eigentlich einfach ausweichen. Manchmal verschwindet der Boss, wie wir es zum Beispiel vom Drachen erkennen. Und dann kommt er aus der Luft geflogen. Das seht ihr, wenn er so hoch springt. Jetzt seht ihr hier, diesmal war ich schnell genug. Und da könnt ihr einfach dann aus dem Kreis vom Boden ausweichen. Hier sehen wir jetzt die erste Pizza-Mechanik, die auch relevant ist, je nachdem, welchen Debuff ihr habt. Ihr seht es hier, Mond. Da müsst ihr immer in das Mondfeld. In meinem Fall, wenn ihr jetzt die Sonne hättet, müsstet ihr dann natürlich in das Sonnenfeld. Außerdem macht der Boss noch eine Explosion um sich herum. Das seht ihr, wie das hier aufbaut. Und dann müsst ihr zum Beispiel hier in diesem Fall als Mondspieler hinten stehen und als Sonnenspieler nah dran, je nachdem wie der Boss das Ganze aufbaut. Hier sehen wir die Explosion auch mal umgekehrt, Mondbereich vorne, Sonnenbereich hinten. Irgendwann portet sich der Boss dann in die Mitte und dann erscheinen Schutzfelder auf dem Boden, die je nachdem welchen Debuff ihr habt wichtig sind, denn da müsst ihr dann rein. Also Sonne in die hellen Felder, Mond in die dunklen Felder. Und ihr solltet auch den Raid einteilen, denn es gibt nur so viele Felder, wie es Spieler gibt. Sobald die Explosion durchgelaufen ist, erscheint der Boss und hat einen Balken unter sich. Dieser Balken läuft dann über Zeit ab. Hier solltet ihr auf jeden Fall einen Damage-Stop einlegen, denn ansonsten bekommt er bei schlechter Koordination Debuffs und sprengt die Gruppe hoch. Deswegen einfach ausspielen, einfach Damage-Stop und dann habt ihr das easy, diese Phase überlebt und ihr habt sowieso genug Zeit für den Kill. Das passiert immer, wenn ihr diese Schutzfelder und den Port in die Mitte macht. Nachdem diese Phase ausgelaufen ist, wechselt der Boss die Debuffs. Das bedeutet, ihr müsst dann aufpassen, in welcher Phase ihr seid. Ob ihr dann zum Beispiel von Sonne zu Mond gewechselt seid und umgekehrt. Manchmal erscheint ein Riss im Boden, der leuchtet dann hell auf und danach folgt eine Explosion. Dieser müsst ihr unbedingt ausweichen, denn die macht nicht wenig Schaden. Außerdem bekommt der Boss manchmal im Fight ein Schild. Das seht ihr dann, je nachdem, welche Phasenschild das ist, dann solltet ihr euch als Nicht-Sonnenspieler in diesem Fall rausbewegen und die Sonnenspieler können dann Damage machen. Hier sehen wir jetzt gleich die zweite Pizza-Mechanik und die ist sehr, sehr einfach. Bei dem hellen Feld bewegt ihr euch immer auf 7 Uhr, da wo ich jetzt stehe, da müsst ihr stehen und bei der dunklen Mechanik steht ihr einfach vor dem Kopf. Mehr müsst ihr nicht machen, denn hier ist der letzte wirklich der wichtigste oder das wichtigste Damage-Feld. Hier solltet ihr dann auch den Schutztrank nehmen und dann könnt ihr diese Mechanik easy ausspielen, wie ihr es gerade gesehen habt. Und immer das Gleiche. Also beim dunklen Feld vor dem Kopf und bei dem hellen Feld einfach auf 7 Uhr stehen, so wie ich gerade, je nachdem, wenn ihr Sonne oder Mond seid. Hier sehen wir die Pizza-Mechanik jetzt auch nochmal umgekehrt. Ja, ich in der dunklen Phase, dann einfach hier vor dem Kopf stehen. Den Damage nehmen wir in Kauf und dann einfach hier stehen bleiben, Schutztrank nehmen oder Heiltrank nehmen und dann habt ihr diese Mechanik easy durchgespielt. Zwischendurch erscheinen auch noch diese Balls im Fight. Die müsst ihr dann mit euren jeweiligen Debuff einsammeln. Das bedeutet, helle Balls sammeln die Sonnenspieler, die dunklen Balls die Mondspieler. Jeweils nur einen, beim zweiten Ball werdet ihr gestunt. Wenn ihr nicht den richtigen Debuff habt, werdet ihr gestunt und kriegt einen kleinen Knockback. Ansonsten spielt ihr eigentlich nur den Boss so runter, wie ich es euch erklärt habe mit den Mechaniken und dann gönnt ihr euch easy den Loot. Beim First Kill hatten wir noch etwas über 5 Minuten über, also relativ relaxed
Und wir haben das Ganze mit random Leuten gemacht. Das bedeutet, wir waren nur 4 Leute aus der Gilde und der Rest war random. Auch das ist möglich, wollte ich nur noch mal kurz an dieser Stelle erwähnen. Und hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja, wir haben uns gut abgesprochen und das Ganze auch ohne Discord, außer meine Premates, die waren natürlich im Discord. Grüße gehen raus an Midas, Mess und Brooke. Und dann haben wir ihn gelegt. Also, gönnt euch das Set. Wichtig ist, ihr müsst den Raid stoppen, sobald ihr Phase 1 durchgespielt habt, um den Loot mitzunehmen. Wenn ihr Phase 2 natürlich spielen möchtet mit 1385, dann hier weitermachen und den Raid natürlich nicht stoppen. Achtung, wenn ihr den Raid gestoppt habt, könnt ihr in der gleichen ID nicht mehr Phase 2 laufen. Also ihr müsst euch im Klaren sein, wollt ihr den Loot aus Phase 1 mitnehmen? Wenn ja, Raid stoppen und dann bestätigen, dass ihr hier den Loot mitnehmen wollt. Achtung, ich wiederhole es nochmal. Ihr könnt dann nicht mehr Phase 2 spielen, denn ihr kommt nicht mehr in den Raid rein. Das ist eine wichtige Information. Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr legt den Kollegen. Wenn ja, freue ich mich natürlich. Ansonsten lasst doch gerne ein Abo da, supportet den Kanal. Viel, viel Spaß, guten Loot. Bleibt gesund, meine Lieben. Bis zum nächsten Mal. Bye, euer Dreed. Ciao.
with